Schönen guten Abend, meine YouTube-Fans, meine Zuschauer. Ich begrüße euch zu einem weiteren Squad-Builder und damit yo, yo, yo. Und hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Squad-Builder. Von meiner Seite heute ein 10k. Überlegen Sie sich das 10k OP-Squad. Im Tor haben wir den alten Alves, ein überragender Mann mit, wie mir aufgefallen ist, 388er Werte. Zum einen 88er Hechten, 88er Reflexe, 1,88. Was drückt er damit aus? Ich lasse jetzt mal unkommentiert. Jetzt Antonelli. Der sieht irgendwie, hört sich an wie eine Nudel, ist aber glaube ich doch ein bisschen besser als eine Nudel. Sieht aber so auf dem Bild so ein bisschen breit gezogen. Ist scheißegal, darum geht's nicht, der erfüllt seinen Job. Genauso wie Kastan, der glaube ich mit 3,7 Promille aufgenommen wurde das Bild, nein, auch nicht. Inigo Martinez ist dann eher weniger gut, weil er einfach zu klein ist, hat einfach zu wenig, hat seinen Teller nicht aufgegessen und dann kassiert er eben das dafür. Aber dafür ist sein Bild umso lustiger. Ira Jula hat dann auch mal wieder der alte Mann aus der USA, also die alten Männer gehen ja immer so in die USA, um nochmal ein bisschen Kohle zu verdienen. Er erfüllt aber zumindest in FIFA auf jeden Fall hier bei dem Team seinen Job. Isco ist dann noch bei Real mit seinen schwarzen Haaren. Aber das ist ja auch egal, er erfüllt in FIFA seinen Job. Und das ist das Wichtigste. Das kann er auf jeden Fall ziemlich gut. Und hier sieht man auch nochmal seine Werte. 87er Dribbling ist auf jeden Fall gut. Marouane Fellaini hat entweder einen Ameisenhaufen auf dem Kopf oder hat einfach nur extrem lange Haare. Man weiß es nicht. Also, man munkelt vieles. Er sieht so ein bisschen aus wie Dante. Ich weiß es nicht. Radja Nainggolan will dann Vidal imitieren, ist unser nächster Mann. Auch wirklich sehr gut. Ich erzähle weniger über FIFA, anstatt über die Spieler selber. Oh, er ist eigentlich nicht im rechten Sturm zu verzeichnen. Aber, egal. Dilofeu, ja, der hat seinen Namen auch ausgewählt, damit ihn niemand auswählt. Aber, weiß der Deivel. Aber hier, ist dabei ist das gleiche Bild, schade. Dann Young, die jegliche Schokoladenwitze lasse ich jetzt hier mal weg. Was haben wir? Ashley Young, der ist aber halt relativ klassisch und jetzt kommt Rondon. Es ist ganz wichtig, dass Rondon, Rondon, nicht Rondon oder Rondun oder was weiß ich, Rolle, weiß der Deil, sondern Rondon. Und der ist auf jeden Fall richtig gut. Ich habe ihn natürlich als Leihspieler, was anderes konnte ich mir nicht leisten, konnte an mein YouTube-Money nicht gereicht. Ich bedanke mich fürs Zusehen, testet das Squad mal, auch wenn ich, das ist eher so ein funny, insane funny Squad, aber ist halt nur 10k und das kann man sich mal bauen. Ich meine, Ameisenhaufen, dann die Nudel, das ist das geniale Squad. Rollator noch dazu, also ein Ameisenhaufen auf einem Rollator und der Rollator wird von einer Nudel gezogen. Okay, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich sage bis zum nächsten Mal. Bis dann, Leute. Ciao.